Christian Geller, Komponist, Produzent, Texter und Künstlermanager, der Mann für die Musik. Er hat etwas, was man nicht lernen kann. Das Gespür für eingängige Melodien, Zeitgeist, Marketing und das Talent zur richtigen Zeit, am richtigen Ort das richtige Produkt zu platzieren. Er ist der Mann hinter Eloy de Jong, Thomas Anders, Giovanni Zarella, Oli P., Hein Simons und vielen mehr und griff auch schon selbst mit seiner Formation Two for Good zum Mikrofon. Oh Gott. Seine erste Nummer 1 feierte Geller bereits im Jahr 2000 mit Großer Bruder von Zlatko und Jürgen. Es folgten Hits für Roland Kaiser, Claudia Jung, Rosanna Rocci, David Hasselhoff, Julia Lindholm, die Münchner Freiheit und viele mehr. Und wenn Sie sich fragen, wer eigentlich das Heino-Album mit freundlichen Grüßen geschrieben hat, lautet die Antwort auch hier Christian Geller, Produzent des Jahres 2019. Goldjunge Geller, das große Interview zu seinem sensationellen Duettalbum mit Thomas Anders und Florian Silbereisen. Lieber Christian, schön, dass du Zeit gefunden hast heute. Sehr gerne, sehr gerne. Starten wir erstmal so ein bisschen mit deinem Leben, wenn du ein bisschen aus deinem Leben erzählen könntest. Wo bist du geboren? Was hast du gelernt? Ich bin genau da geboren, wo ich jetzt auch wieder bin. Also sogar das Studio ist in der gleichen Stadt. Ich bin geboren in Andernach. War aber 10 Jahre meines Lebens in Berlin und so zwischen Mitte 20 und Mitte 30 und bin jetzt seit 6 Jahren wieder in meiner alten Heimat gelandet und freue mich da auch drüber, weil jedes Mal, wenn ich vom Studio irgendwie zum Mittagessen in die Stadt fahre oder so, fahre ich immer an dem Krankenhaus vorbei, wo ich auch geboren wurde. Und dadurch, dass ich natürlich aufgrund meines Berufs extrem viel unterwegs bin, freue ich mich doch mit meiner Familie, mit meinen Kindern und mit meiner Frau, dann auch, wenn ich zu Hause bin, wirklich in meiner Heimat zu sein. Also das, was man vom Herzen her auch zu Hause nennt. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man so viel arbeitet. Macht das was mit deiner Kreativität, dass du jetzt sagst, du bist jetzt kreativer oder hast eine andere Aura irgendwie, wenn du in deiner Heimat bist, wieder gefühlsmäßig? Nee, glücklicherweise ist das mit der Kreativität ja nicht planbar. Mhm. Das passiert irgendwo zwischen dem Himmel und meinem Kopf, was da passiert. Und mein Talent ist es eigentlich, diese ganzen Melodien, die da irgendwo rumfliegen, so stelle ich mir das immer bildlich vor, irgendwie zu spüren und aufzuspüren und in meinem Kopf zu erfassen und mir dann möglichst schnell irgendwie aufs Handy zu singen, weil das ist nun mal die Basis für alles, was danach kommt. Und das ist nicht planbar und das hat auch nichts mit Heimat oder sowas zu tun. Also ich kann im Urlaub sein in Los Angeles oder hier in Andernach beim Mittagessen sitzen oder in Berlin bei einer Silbereisenproduktion TV-Produktion sein. Mhm. Das passiert immer wieder und glücklicherweise ungeplant, dass mir irgendwas einfällt, manchmal sogar auch 2 Uhr nachts. Ah, okay. Und dann singst du auch tatsächlich alles selber erstmal? Ja, das nervt meine Frau natürlich, wenn ich um 2 Uhr nachts plötzlich anfange zu singen. Ja. aber auch das kam schon vor, ja. Also das, ich versuche dann auch, deswegen ist es sicherlich auch nicht ganz einfach, mit einem Kreativen zusammenzuleben. Mhm. Aber ich versuche wirklich alles, was mir so in den Kopf kommt oder eben einfällt, versuche ich wirklich immer festzuhalten, weil wer weiß, was daraus wird. Also ich kann kurz ein Beispiel nennen, aber wo wir auch gleich noch zu kommen, aber sie sagte doch, sie liebt mich. Diese Hook, dieser Song, ja, der ist mir eingefallen, als ich mit meiner Frau auf Teneriffa war und ich am Pool lag und aufs Meer geguckt habe, was da hinten so war und so, und es war einfach total schönes Wetter und so, und da kam ich auf diese abgefahrene Idee, überhaupt Thomas Anders und Florian Silbereisen zusammen singen zu lassen. Es war einfach ein freier Kopf, ja, und genügend Kreativität auch quer zu denken. Also das ist ja, also wenn man meine Karriere, also so die letzten 20 Jahre, wenn man jetzt 2020, wie du richtig sagst, die erste Nummer 1 war im Jahr 2000. Mhm. Wenn man das alles mal beobachtet und analysiert, was ich da so gemacht habe, die größten Erfolge entstanden eigentlich dadurch, dass ich um die Ecke gedacht habe und vielleicht einen Schritt weiter als andere Leute das machen in der Industrie und vielleicht auch unerwartete Dinge zusammenbringe, und das mögen die Menschen. Also die Leute wollen nicht den 17. tollen Popsong im Radio hören oder den 18. Schlager. Mhm. Nee, die Leute wollen
überrascht werden und unterhalten werden. Und das ist unser Geschäft. Und deshalb denke ich halt immer, was würde überraschen? Also wenn ich so eine Samstagabendshow mitmache, und da habe ich ja nun mal genügend Acts irgendwie drin jedes Mal. Ja. Die Geller-Festspiele, oder? Wie heißt es? Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Ja, das ist ein lustiges Zitat. Also verehrt mich natürlich, aber ist auch lustig. Aber ich stelle mir immer die Frage, wenn zwei Bauarbeiter sich montags morgens unterhalten, weil sie mit ihrer Frau diese Sendung gucken mussten, weil die Frauen das ja meistens gerne schauen, was würden die sich erzählen? Was bleibt hängen von so einem Abend, wo 20 Acts auftreten? Ne? Und ob man jetzt den Auftritt von Eloy nimmt, der sehr emotional war, oder eben, dass Heino plötzlich die Ärzte covert oder Rammstein, oder dass eben Thomas Anders mit Florian Silbereisen singt, das sind Themen, die bleiben einfach hängen, auch in Shows, wo 20 Acts stattfinden. Und darum geht's. Ne? Also wir wollen unterhalten und wir müssen auffallen. Und ja, das ist mein Job in diesem Bereich, und Künstler können ganz, ganz toll auf der Bühne stehen und können toll interpretieren. Ich versuche das eben von hinten so zu ergänzen, dass ich eben mit innovativen Ideen um die Ecke komme. Wie früh bist du denn angefangen mit Musik? Wann kannst du dich daran erinnern? Ich glaube, dass das nichts ist, was man anfängt, oder dass man da einen Stichtag hat, wo man sagt, so ab jetzt mache ich Musik, oder ab jetzt habe ich vor, Popstar zu werden, oder ab jetzt habe ich vor, erfolgreicher Produzent zu werden oder Komponist. Ich glaube, das schlummert in einem oder eben nicht. Ich hatte das wirklich, also das ist wirklich Glück, ich hatte das unverschämte Glück, dass ich das schon mit, naja, 8, 9 Jahren bemerkt habe, dass ich irgendwie sehr feinfühlig auf Musik reagiere. Und ich war ein wahnsinnig schlechter Schüler, gar nicht, weil ich nichts im Kopf hab oder hatte, sondern weil mich die Schule einfach schlichtweg überhaupt nicht interessiert hat, weil ich nur an Musik gedacht habe. Okay. Und ich kam gar nicht schnell genug irgendwie nachmittags in mein kleines Projektstudio mit meinem ersten kleinen Mischpult und so. Ich wollte einfach immer Musik machen. Das war einfach, und deshalb bin ich total dankbar für mein Leben und weiß, wie privilegiert ich bin, jeden Morgen aufzustehen und davon leben zu können. Das ist was ganz Großes. Und deine Eltern, die haben dir einen Computer geschenkt, habe ich gelesen. Ich muss das ganz kurz mal nachdenken. Der berühmte Atari. Atari-Computer, genau. 1040 genau. Oder 1040 ST. 1040 ST, genau. Genau. Der einzige Computer damals mit einer MIDI-Schnittstelle. Man konnte an diesen Computer ein Keyboard anschließen und konnte die Keyboard-Sounds sozusagen im Computer aufnehmen. Ah, okay. Und das war der große Unterschied zum Amiga 500 damals von Commodore, der das eben nicht hatte. Und deshalb war auch in jedem Studio, also auch wenn man alte Aufnahmen sieht von den Pet Shop Boys beispielsweise oder Erasure oder so Synthie-Pop-Sachen, Depeche Mode, die hatten alle diesen Atari-Computer, und ich konnte natürlich an Weihnachten mein Glück nicht fassen, als ich dann das Paket aufmachte und da war tatsächlich dieser Musikcomputer drin, und da ging's los. Okay, da ging's los. Das heißt, deine Eltern haben dich da auch aktiv unterstützt immer in deiner Karriere? Ja, ich bin wirklich der Paradiesvogel in der Familie. Mein Vater hatte, als er noch arbeitete, ist mittlerweile Rentner, ein großes Autohaus, und meine Mutter hatte ein Spielzeugladen, den sie heute auch noch betreibt. Die ist 72 und hat diesen Laden noch. Das ist auch total toll. Okay. Und also ich bin da wirklich, also beide sind Kaufleute, aber das ist vielleicht auch das Geheimnis meines übermäßigen Erfolgs heutzutage, dass ich kaufmännisch geprägt wurde durch meine Eltern, aber trotzdem diese kreative Ader habe als einziger in der Familie. Mhm. Und da kommen einfach zwei Dinge zusammen, die sich dann sehr begünstigen in meinem heutigen Job. Wer unterstützt dich noch in deinem Job? Wer steht noch hinter Christian Geller sozusagen? Ich habe einen sehr talentierten Arrangeur, der mir sehr, sehr viele, also mittlerweile arbeiten wir seit 5 Jahren zusammen. Ich vergleiche das so ein bisschen wie früher Bohlen und Luis Rodriguez. Ah, ja. Das ist Christoph Assmann, und der ist wirklich top, und da verstehen wir uns jetzt mittlerweile blind. Und ich weiß genau, was ich ihm sagen muss, damit ich das Ergebnis bekomme, was ich dann brauche. Und der Prozess ist eigentlich immer derselbe. Ich mache meine Melodien, mache ein Drum-Programming und so weiter, und dann
gebe ich es ihm, dann arbeitet er das aus, dann schickt er mir die Spuren zurück, danach kommen die Künstler, dann nehme ich die Künstler auf und mache dann den Endmix. Mhm. Das ist so. Und dann gibt es natürlich Chorsänger wie Billy King und wie Christoph Leis-Bendorf. Wird für Modern Talking Fans sind das auch alles keine unbekannten Namen. Das sind nämlich genau die beiden, die Quietsche-Chöre auch gesungen haben. Ah, ja. Okay. In der Neuzeit. Ja. Und das sind meine festen Chorsänger, die ich auf jeder Produktion habe und mit denen arbeite ich auch. Also diese, allein die beiden singen für mich 60 bis 70 Nummern im Jahr. Ah, okay. Und genau, also das ist so mein Team. Und dann gibt's noch einen Gitarristen, der in München sitzt, mit dem ich ganz viel mache und so. Also ich hab so über die Jahre hinweg mir meine Musiker-Kombo zusammengebaut und der Geller-Sound entsteht letzten Endes dadurch, dass man eben die passenden Musiker findet, die verstehen, was ich so in meinem Kopf habe, bevor es die Musik gibt, ne? Und ja, also das ist, glaube ich, auch das Geheimnis des Erfolgs. Giorgio Bano. Wer ist Giorgio Bano? Ist der auch noch dabei? Nee, der ist nicht mehr dabei. Ja. Nee, ich meine, das sind alles so diese Jugendsünden. Ja. Auch Too For Good, hast du eben angesprochen. Das ist einfach, ich meine, das ist natürlich in so einer Vita gehört sowas dazu und man muss eben Dinge ausprobieren und klar habe ich auch mal selber gesungen und so weiter und ich singe ja bis heute meine ganzen Demos, also wenn Thomas ins Studio kommt oder Giovanni oder Eloy, dann bekommen die vorher immer von mir selbst gesungene Demos, die dann sozusagen zur Vorbereitung dienen. Deshalb bin ich auch immer noch ganz froh, dass ich so ein bisschen singen kann, aber ich hatte niemals den Traum, selbst auf der Bühne zu stehen, wirklich, sondern das ist dem geschuldet, dass ich, wie gesagt, hier aus so einem Kaff komme, aus Andernach. Ja. Und da gab es einfach keine Sänger, ne, früher. Und dann hab ich halt Musik gemacht, dann meine Keyboards aufgezeichnet, da mit meinem Atari-Computer und habe dann da eben zu gesungen und so war das eben. Und weil ich eben so umtriebig war, habe ich auf einmal irgendwie mit 16, 17 dann meinen ersten Plattenvertrag gehabt und dann in dem Alter hat man dann vielleicht so ein bisschen abstruse Ideen, was Künstlernamen angeht und so ist eben so ein Giorgio Bano entstanden damals. Ja, okay. Also das war damals natürlich das Größte der Welt, eine eigene Maxi-CD zu haben, die auch wirklich professionell veröffentlicht wurde. Heutzutage ist es wahrscheinlich eine totale Rarität, weil ich habe selber keine mehr davon. Ah, okay. Aber es ist auf jeden Fall lustig, dass es das gibt und genau wie alle anderen großen Producer habe auch ich eben meine Jugendsünden und da kann man heute natürlich so drüber schmunzeln. Das ist irgendwie lustig, dass das gibt. Wie kam der Kontakt mit Thomas Anders zustande? Wann seid ihr euch das erste Mal begegnet? Das allererste Mal, und das ist wirklich eine sehr, sehr süße Geschichte. Das allererste Mal habe ich Thomas Anders getroffen, da war ich 10 Jahre alt. Ja. Und Thomas war damals, hatte damals, glaube ich, gerade seinen dritten Hit mit Sherry Sherry Lady. Und es war so die Hochzeit der ersten Modern Talking Phase, denn Nora hatte damals eine Freundin, die bei uns aus dem Dorf kam. Ah, okay. Und da waren Nora und Thomas öfter mal zu Besuch. Und die Freundin hat dann, weil ich war natürlich in meinen 10 Jahre und Modern Talking und kommerzielle Musik und so, ich war natürlich da riesen Fan und so. Und meine Schwester war 7, die ist 3 Jahre jünger als ich. Und dann sagte diese Freundin, Mensch, also wenn ihr wollt, heute Abend kommen sie. Und dann, und da kommt auch noch irgendwie, kommen noch ein paar andere Leute, aber wenn ihr kurz einmal Hallo sagen wollt und vielleicht ein Autogramm haben wollt und so, dann könnt ihr mal Hallo sagen und so. Und das war natürlich, ich meine, zu Zeiten, wenn man in die Schule ging, jeder hatte irgendwie Bravo-Poster von Modern Talking an der Wand und so, Mitte der 80er und also entweder man liebte das oder man hasste das. Ich war jetzt in einer Klasse, wo eigentlich nur Leute drin waren, die Modern Talking gut fanden. Insofern war das für mich damals, fand ich das auch gut und meine allererste Single, die ich überhaupt gekauft habe, war auch You're My Heart, You're My Soul. Zum einen, weil ich die Musik gut fand, zum anderen aber, weil der Typ mit den langen, dunklen Haaren aus dem Nachbarort stammte. Und das hat mich irgendwie fasziniert, weil der verkörperte natürlich meinen damaligen Traum, nämlich, dass man eben auch, wenn man aus so einem kleinen Kaff kommt, Thomas kommt aus Münster-Mahlfeld, ich komme aus Andernach, das ist also von der Entfernung her sind das irgendwie 18 Kilometer oder sowas. Und Thomas hat es damals geschafft, ne? Thomas ist ja 12 Jahre älter als ich. Ja, und hat's aber geschafft. Und ich war damals 10 und Thomas war irgendwie Anfang 20.
Und da sitzt dann einer, der kommt irgendwie aus dem Nachbarort und ist aber auf einmal Weltstar geworden mit kommerzieller Musik. Und das war für mich natürlich das Größte. Und so haben wir uns dann zum ersten Mal gesehen. Dann sind wir schön von meiner Mutter noch zum Blumenladen geschickt worden. Da hatten wir jeweils ein Röschen in der Hand und dann haben wir den Thomas Anders begrüßt und seine Frau. Und dann bis heute ärgert mich das, aber es gab damals keine Möglichkeit, ein gemeinsames Foto zu machen, weil das wäre ehrlich gesagt legendär, wenn wir das hätten. Das stimmt. Wie war er denn so mit 21? Also hat er sich nett bedankt wie die Rose? Er war, wie heute auch, wahnsinnig nett, sehr respektvoll. Ich habe noch ein paar Fragen gestellt, wie wann kommt denn das nächste Album und sowas. Und das ist, ich weiß das nur noch schemenhaft, weil wie gesagt, ich bin jetzt 44, das ist 34 Jahre her. Ja, ja, klar. Und aber das ist eben sehr beeindruckend. Ne? Also Thomas und ich, wir hatten ja auch mal eine Unterbrechung, als ich dann in Berlin war, so, aber wir kennen uns eigentlich mit Unterbrechungen seit 30 Jahren. So, ja. Und das ist, deswegen habe ich auch eine ganz besondere Beziehung zu Thomas, weil er ist nun mal der Künstler, mit dem, der mich zum einen sehr geprägt hat, eben wegen dieser Kindergeschichten. Und zum anderen ist es einfach auch ein Mensch, neben dem, dass er ein Künstler ist, der sehr viel über mich weiß, dem ich viel anvertraue, der mir auch viel anvertraut, und wir haben einfach ein sehr enges Verhältnis und das macht es sehr besonders und das macht mir dann auch enorm viel Spaß in dieser Weiterentwicklung dieser großartigen Karriere eine maßgebliche Rolle zu spielen. Also weil ich einfach schon so lange Zeit meines Lebens irgendwie mit diesem Menschen zusammen bin. Ihr habt ja auch noch auf andere Art und Weise zusammengearbeitet. Ihr habt eine gemeinsame Plattenfirma gehabt, oder? Wie, das ist so ein Musikverlag, oder was war das? Ja, genau. Das war ein Tonstudio mit angeschlossenem Musikverlag. Und das waren dann auch so meine ersten Gehversuche. Ne? Und Thomas hat ja damals auch eine maßgebliche Rolle gespielt, dass ich überhaupt in dieses Geschäft kam, weil zusammen mit Guido damals dieses Studio entstanden ist in Koblenz. Mhm. Und das waren so die ersten Achtungserfolge, die da entstanden sind. Das war für mich dann auch so der Startschuss, wo ich einfach auch Menschen in diesem Business kennengelernt habe über Thomas. So. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass ich eben heute, aufgrund meiner Marktposition heute, da auch sehr viel zurückgeben kann für. Ne? Und so ist das ganze Leben irgendwie ein Give and Take. Und heute mache ich Hits für ihn und früher hat er dafür gesorgt, dass ich überhaupt ins Geschäft reinkomme. Insofern ist das ein sehr tolles und ausgeglichenes Verhältnis auf Augenhöhe. Apropos zurückgeben, wie groß ist dein Stresspegel zurzeit, wenn man, du sitzt ja mitten in der Produktion für das Duett-Album mit Florian Silbereisen und Thomas Anders. Ja, ja. Wie hoch ist der Stresspegel aktuell? Ich würde es gar nicht als Stress bezeichnen, das klingt so negativ. Ja. Es ist einfach dadurch, dass es ja auch kreativ eine große Herausforderung ist. Also stressig ist, dass es in kürzester Zeit passieren muss. Und ich bin ja nun mal jemand, der sehr viel Wert auf Qualität legt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie 10 Alben im Jahr rauspfeffert und dem egal ist, wie das klingt, sondern das muss ja, ich habe ja einen Qualitätsanspruch und eine Berufsethik, wenn man es so nennen möchte, die einem das verbietet. Und insofern, das ist so der stressige Part, also dass das eben meinen Qualitätsansprüchen genügt, aufgrund oder obwohl so wenig Zeit ist. Auf der anderen Seite sage ich aber, es macht natürlich auch enorm viel Spaß, weil das ist jetzt auch eine tolle Herausforderung, kreativ jetzt. Ich meine, es ist natürlich viel einfacher, ein Duett zu schreiben als ein Duettalbum, weil was erzählt man für Geschichten? Also was erleben die zusammen, die beiden und so? Okay. Und das ist eine tolle Herausforderung. Das macht Spaß, das ist kein Stress. Was kannst du denn schon verraten über das Album? Also, wie viele Songs gibt's auf dem Album und? Also, ich bin mittendrin. Geschrieben habe ich eine ganze Menge. Geschrieben habe ich 20 Nummern. Wie viel wir jetzt am Ende machen. Thomas hat auch schon einen Großteil gesungen und Florian auch. Wir müssen jetzt mal gucken, wie das dann alles, also das ist eben der Zeitfaktor. Wie viel bekomme ich denn fertig, so dass sie eben geil klingen, ne? Und den Rest, da gucken wir mal, was man damit macht. Also da gibt's sicherlich noch verschiedene andere Möglichkeiten, sowas zu veröffentlichen. Mhm. Und vielleicht dann sogar wieder auch als Solonummer umzubauen, weg vom Duett. Wäre das eine Möglichkeit für, also gehst du an Einfach Liebe nochmal ran, das Album, was jetzt verschoben wird und eigentlich rauskommen sollte, oder bleibt es so, wie es war?
Einfach Liebe ist ja auch noch gar nicht fertig, weil ich habe ja kurz vor Weihnachten haben wir ja entschieden, dass wir dieses Duettalbum machen. Mhm. Und seitdem habe ich eben nicht mehr an Einfach Liebe gearbeitet. Das heißt, die letzten zwei Wochen oder drei Wochen der Produktion habe ich mich dann schon ums Duettalbum gekümmert. Also insofern, die Frage beantworte ich natürlich mit Ja. Also gehst du da nochmal ran, weil das Album ist noch nicht fertig. Okay. Was ist deine Vision für Thomas Anders? Wo geht es hin musikalisch? Geht es weiter mit deutschsprachiger Musik? Ja, das geht auf jeden Fall weiter. Also ja. Thomas war ja, wenn man das so beobachtet, solo zumindest wirklich noch nie so erfolgreich in Deutschland, wie seitdem wir das auf Deutsch machen. Ja. Und das ist erstmal toll, also dass wir da den richtigen Riecher hatten und gesagt haben, es macht total Sinn, das auf Deutsch zu machen, weil die Leute, also ich bin ja immer bekannt dafür, sehr sauber auch Zielgruppen zu analysieren. Und diese Schlagerzielgruppe oder die Menschen, die da Schlagerboom schauen, da gibt es eine ganz große Schnittmenge zu denen, die früher bei Modern Talking auf Tourneen waren oder Modern Talking Alben gekauft haben. Und das sind sogenannte Sleeper, also Schläfer, die wir jetzt wieder wecken und die Thomas Anders wieder für sich neu entdecken. Also insofern erweitern wir erstmal diese Zielgruppe, auch jetzt über das Duettalbum. Also das ist wirklich was Schönes. Also das ist auch ein schöner Prozess, das so zu machen und es so weiterzuentwickeln. Und ich finde, wir haben auch einen sehr uniken Sound gefunden für Thomas. Also seit Pures Leben entwickeln wir das ja stetig weiter auf Deutsch und der deutsche Thomas Anders hat irgendwie einen sehr viel klareren Sound, Grundsound, als eben die englischsprachigen Soloalben, weil da wurde ja doch viel mal in die Richtung probiert und mal in die Richtung probiert und so. Ja. Das versuchen wir jetzt zu schärfen und deshalb geht es auf jeden Fall weiter für den Deutsch-Österreich-Schweizer Markt auf Deutsch. Mhm. Wir möchten aber auch nicht die Fans im Ausland vernachlässigen. Deshalb sprechen wir natürlich auch parallel immer wieder mal davon, auch mal wieder neue englische Songs zu machen, die garantiert auch, also ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr hinbekommen, aber spätestens nächstes Jahr habe ich eigentlich vor, auch mit Thomas mal wieder ein englisches Album zu hören. Die Frage erreicht uns auch immer wieder aus dem Ausland. Gerade die russischen Fans sind auch sehr dabei bei den deutschen Songs. Also das hat dem also gar keinen Abbruch getan, dass er jetzt die Sprache gewechselt hat. Das ist aber auch sehr interessant für uns, weil wir waren eh der Meinung, dass die Leute weder Englisch verstehen noch Deutsch im Ausland, ne? Ja. So, also viele davon zumindest. Deshalb ist es dem, glaube ich, wurscht, weil die Stimme ist ja dieselbe. Diese englische, englischen oder sagen wir mal, wenn wir diese Sprache, die die Leute im Ausland von Modern Talking kennen, wenn wir die nochmal machen, dann glaube ich, dass das sogar noch besser läuft im Ausland, weil das natürlich irgendwie ein Gewohnheitshören ist und das sind ja eben Worte, die Thomas schon sehr oft gesungen hat eben und auch viele Hits hatte in dieser Sprache und deshalb glaube ich, macht es auch Sinn, da nochmal was Englisches zu machen irgendwann. Ich habe ja zum Beispiel auch diese Lunatic-Nummer geschrieben, die er ja auch live immer macht. Ja. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man, wenn man neue englische Songs macht und die eben entsprechend modern aufbereitet und modern produziert, dann fühlt sich das plötzlich an, als wäre das ein Song, der schon seit 30 Jahren im Repertoire ist. Und da gibt's dann auf einmal gar nicht so viel Unterschied zu Modern Talking Songs, weil Thomas nun mal eben die Stimme ist und weil ich einfach das Kommerzgespür habe, sowas eben auch gut umzusetzen. So, also da wird auf jeden Fall auch noch was kommen in diese Richtung. Wie sieht ein typischer Tag bei dir aus im Leben, ein Arbeitsalltag sozusagen? Gibt es den überhaupt? Da tue ich mich schwer, einen typischen Tag zu beschreiben, weil die Tage bei mir doch sehr unterschiedlich sind. Es gibt, ich würde sagen, das Leben ist in Phasen eingeteilt bei mir. Also es gibt dann so Produktionsphasen wie jetzt. Da bin ich dann meistens zu Hause. Das freut dann die Kinder und so, weil dann isst man auch einmal am Tag zusammen und so. Und dann gibt's auch Promotionphasen, wo ich dann eben mit einem Künstler eben unterwegs bin und verschiedene Fernsehshows mache oder Tourneegeschäft oder sowas. Und da bin ich dann eben auch viel unterwegs. Aber so ein typischer Tag im Produktionsprozess sieht so aus, dass ich morgens so gegen 8 ins Studio fahre. Also meine Frau sagt immer, du bist der einzige Produzent, der um 8 Uhr anfängt. So, aber also die meisten anderen arbeiten irgendwie nachts. Das ist bei mir nicht.
Dadurch, dass ich eben auch Familienmensch bin und Papa und so, versuche ich halt einen relativ geregelten Tagesablauf zu haben, wenn ich denn dann im Studio bin, um einfach ja auch der Familie irgendwie in gewisser Weise gerecht zu werden. Dann hole ich mir morgens ein Frühstück und dann geht's ins Studio und dann gibt's irgendwann eine Mittagspause und dann so um, keine Ahnung, 19, 20 Uhr oder sowas, fahre ich dann wieder nach Hause und dann bin ich eben zu Hause. Und ich versuche aber, das Ganze so zu machen, dass es ist natürlich wirklich stressig teilweise, weil einfach so viel zu tun ist. Gar nicht wegen Belastung oder sowas, sondern einfach nur, weil einfach viel zu bewältigen ist. Es ist einfach viel, viel an Aufgabe. Dadurch, dass ich eben Producer bin und Komponist und Texter und Songwriter und dann mische ich mich natürlich auch noch ins Marketing ein und so weiter. Da sind so viele Aufgaben, also manchmal denke ich, ich habe irgendwie 7 oder 8 Jobs, bis so ein Album dann wirklich auch draußen ist, ne? Und wenn es dann eben draußen ist, hört die Arbeit ja nicht auf. Dann wäre ich ja nur Produzent, sondern dann geht's ja eben richtig los mit TV-Shows und dann überlege ich mir die Geschichten, die wir erzählen in den Fernsehshows. Dann überlege ich mir, was gute Antworten auf irgendwelche Interviewfragen sind, passend zum Künstler und passend zum Thema und so. Mhm. Dann gibt's Talkshows zu machen, dann gibt's Konzerttourneen zu machen und so. Also es ist halt sehr komplex, dadurch, dass ich mich auch überall einmische, weil ich kann unwahrscheinlich schlecht abgeben. Und das ist, glaube ich, wenn du mich nach einer Schwäche fragst, ist das eine. Also ich müsste mehr abgeben können, dann würde das, glaube ich, besser gehen. Ja. Aber vielleicht ist auch das ein Teil des Geheimnisses des Erfolgs, dass man eben sehr akribisch und unaufhörlich selbst am Produkt arbeitet, bis es halt eben im Ziel ist. Und das Ziel ist für mich immer die Nummer 1. Also ich will immer die 1 haben. Mhm. Und dann ist es gut. Ich glaube, so wirkt es auch einfach nach, also so merkt man den roten Faden, wenn du jetzt, du hast ja wahrscheinlich so eine Vision und man merkt dann einfach den roten Faden, wenn es nur von einer Person kommt. Und also wenn viele Köche verderben ja auch auf den Brei. Die meisten Fehler, sage ich immer, geschehen im Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt der Befehlsübergabe. Und wenn man möglichst viel selbst macht, dann muss man nicht so viele Befehle übergeben. Und dann ist das irgendwie alles aus einem Guss. Und ich weiß nicht, ob es das nochmal gibt, in Deutschland jedenfalls nicht, aber ob es das auf der Welt nochmal gibt, dass jemand eine Nummer schreibt und auch noch mit dem Künstler zur Fernsehshow fährt und auch noch mit der Redaktion diskutiert, wie der Auftritt aussehen soll und so. Ne? Also das ist, glaube ich, etwas Besonderes. Und aber das soll dann wahrscheinlich auch so sein. Also ich würde es auch gar nicht anders haben wollen. Zum Schluss nochmal zum Schreibprozess. Wann weißt du, wann ein Song fertig ist? Das ist auch so was man nicht so beschreiben kann. Also total idiotisch, aber ich muss immer im Auto entscheiden, ob es fertig ist oder nicht. Also ich kann das gar nicht im Studio entscheiden. Oft ist es so, dass ich was, also die Leute, die mich dann so beobachten, denken wahrscheinlich, ich habe einen Vollschuss, aber oft gehe ich runter 5, 6, 7, 8 Mal am Tag in mein Auto, steige ein und mache die Musik an und gehe nach 2 Minuten wieder raus, weil ich finde, die Bassdrum ist zu laut. Oder sowas. Oder die Vocals im C-Teil sind zu leise oder so. Und das irgendwie, wenn man hier den ganzen Tag so sitzt im Studio vor dem einen Paar Lautsprecher, die zugegebenermaßen sehr gut sind, aber wenn man jeden Tag oder den ganzen Tag das Gleiche hört, dann kann man das nicht mehr so beurteilen anhand eines Paares Lautsprecher, sondern dann gehe ich ins Auto, weil das Autoradio kenne ich ziemlich gut, weil ich fahre 50.000 Kilometer im Jahr. Und da weiß ich eben, wie es klingen muss, wenn es gut ist. Und deshalb entscheide ich immer im Auto, ob eine Nummer fertig ist oder nicht. Was hörst du denn privat für Musik? Hörst du privat noch Musik? Glücklicherweise ein ziemlich großes Haus und noch glücklicherweise in jedem Raum eine Sonos-Box. Und es gibt einen Tag ohne Musik gibt's für mich nicht. Also immer, wenn ich nach Hause komme, bevor ich das Licht anmache, mache ich erstmal Musik an. Die Frage, was höre ich zu Hause? Also ich höre auf gar keinen Fall Popmusik oder Schlager. Da erwische ich mich immer dabei, dass man irgendwie viel zu sehr analysiert und gar nicht genießen kann. Also ich höre immer ganz bewusst ganz, ganz andere Musik als die ich selbst mache. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, wenn du einmal bei McDonald's irgendwie gearbeitet hast und weißt, wie so ein Burger gemacht wurde, dann willst du auch keinen mehr essen. Mhm. Und deshalb, ich kann das nicht genießen, zu Hause
die Musik zu hören oder die Genres zu hören, die ich selber mache. Deshalb höre ich zu Hause meist irgendwie, keine Ahnung, eine schöne Jazz-Playlist oder so Lounge- oder Chill-Out-Musik oder so. Aber ganz ohne Musik, also so Stille, kann ich nicht. Also ich brauche schon immer meine Sounds um mich rum, so um mich wohlzufühlen. Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Christian. Danke für die offenen und interessanten Antworten. Super. Bleib immer so kreativ und dass du immer für eine Überraschung gut bleibst. Dankeschön. Super, gerne.